Die Trompete kann 2,5 Oktave spielen, vom kleines Fis bis zum C3. Und mit welchen drei Fingern der rechten Hand spielt man die Trompete? Eine normale Trompete, eine B-Trompete, spielt man mit diesen drei Fingern und so. Aber in dem Fall spielen wir ein Piccolo für den Bach und das spielt man mit vier Fingern. Und man spielt weder so oder so. Welches Stück kann man mit der Trompete spielen? Die Trompete ist ein sehr vielfältiges Instrument und man kann viele verschiedene Musik spielen. Zum Beispiel Jazz oder Blasmusik oder Orchesterstücke. Und in dem Fall spielen wir barocke Musik, hauptsächlich Bach. Wie fühlt sich Trompete spielen an? So, Trompete zu spielen ist irgendwas, das mir sehr gut gefällt. Wir haben eine sehr prominente Position in dem Orchester und meistens fühlt es sich gut an, aber es ist auch heikel manchmal und dafür muss man sehr viel üben. Wie fühlt sich die Trompete an den Lippen an? Wie kommt der Ton aus der Trompete? Man muss die Lippen zumachen und dann blasen auf den Mundstück. Warum braucht man für die Trompete ein Mundstück? Weil ohne Mundstück so klingt. Warum ist die Trompete gebogen? Weil sonst wäre die Trompete sehr lang und es wäre ganz unpraktisch, sie zu transportieren. Wann wurde die Trompete das erste Mal gespielt? Wann wurde die Trompete erfunden? So, die Trompete ist ein uraltes Instrument und hat mehrere tausend Jahre alt. Aber die modernen Instrumente, die wir heutzutage spielen, wurden vor 200 Jahren entwickelt ungefähr. Wie viel Luft braucht man, wenn man die Trompete spielt? Das kommt ganz darauf an, ob man laut spielt oder leise. Wenn man laut spielt, braucht man viel Luft. Wenn man leise spielt, braucht man weniger Luft. Aber man braucht auch nicht so viel Luft, zum Beispiel wie bei der Tuba. Warum ist die Trompete für die Musik wichtig? Weil die Trompete ein sehr vielfältiges Instrument ist, ist sie in ganz vielen Musikstilen zu gebrauchen, nämlich zum Beispiel im Jazz, in der Klassik und im Popbereich. Man kann die Trompete drin und draußen spielen und das macht die Trompete sehr wichtig. Wieso ist eine Trompete aus Metall gebaut? Ursprünglich war die Trompete aus einem Stierhorn gebaut und die wurde dann weiterentwickelt. Letztendlich kam man dann auf das Material Metall, was den typischen Trompetenklang erzeugt. Was ist die größte Trompete der Welt? Die größte Trompete der Welt, also für uns Trompeter, ist die Naturtrompete. Die hat eine Rohrlänge von 2,70 Meter. Es gibt dann aber auch noch die sogenannte Basstrompete, die aber von einem Posaunisten gespielt wird. Wie sieht das Mundstück der Trompete aus? Das Mundstück der Trompete sieht so aus. Und zwar besteht das Mundstück aus dem sogenannten Schaft, oben den Kessel und hier den Rand. Welches Instrument mag der Dirigent am liebsten? Oh, das ist sehr schwer. Ich selbst komme natürlich vom Tasteninstrument, also habe alles gespielt, was Tasten hat, Klavier und Orgel und Cembalo und so weiter. Das ist mir natürlich sehr nah, aber ja, von den Orchesterinstrumenten, ich liebe Cello ganz besonders, von den Streichinstrumenten, hätte immer gern Cello gespielt und bei den Blasinstrumenten ist die Wahl vielleicht fast noch schwerer, aber wenn es denn zum Schwur käme, glaube ich fast Horn. Wie viele Stunden arbeitet ein Dirigent in der Woche? Das ist jetzt die Frage, was ist genau Arbeit eines Dirigenten? Also ich beschäftige mich sicherlich 80 bis 100 Stunden die Woche mit Musik. Lese Partituren, spiele Klavier, denke über Musik nach, lese theoretische Literatur und so weiter. Dirigieren vorm Spiegel, das macht man eigentlich fast überhaupt nicht mehr. Man überlegt sich, wenn man eine Partitur neu erarbeitet, was muss ich hier machen. Aber die Hauptarbeit, sich insgesamt ganz, ganz viel und ganz lange mit Musik beschäftigen, das beschäftigt mich eigentlich den ganzen Tag, von morgens bis abends. Warum hat der Dirigent so einen schweren Beruf? Ach, ich will gar nicht unbedingt sagen, dass der Beruf so schwer ist. Er ist sehr anspruchsvoll, aber er macht auch unglaublich viel Spaß. Und das ist einfach deshalb so, weil die Musik, mit der man sich beschäftigt, ist immer besser als man selbst. Das heißt, man wird nie ganz fertig damit. Es ist nie so, dass man, oder zumindest geht es mir so, aber ich weiß es eigentlich auch von allen guten Kollegen, es ist nie so, dass man nach Hause geht und denkt, Mensch, das Stück habe ich geknackt, das war gut. Sondern man denkt immer noch, nee, das hätte noch besser sein können. Und das wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Und deswegen ist man nie so ganz zufrieden, aber um es positiv zu sagen, man ist auch nie selbst zufrieden und man bleibt immer hungrig und das macht den Reiz und die Spannung dieses Berufs aus. Warum
warum steht der Dirigent mit seinem Rücken zum Publikum? Weil ich ja nicht fürs Publikum dirigiere, sondern eigentlich fürs Orchester. Das heißt, das Orchester muss mich vor allem sehen. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass man auch Augenkontakt hat. Also Musiker anschauen kann und die einen wirklich face-to-face, wie man sagen könnte, anblicken. Und deswegen blicke ich zu den Musikern und nicht zum Publikum. Was macht der Dirigent in seiner Freizeit? Also ich lese wahnsinnig gern, sowohl normale Literatur als auch ganz viel Geschichtliches oder Philosophie. Und aber wenn es ein körperlicher Ausgleich sein soll, ich fahre wahnsinnig gern Fahrrad und schwimme auch sehr gern. Und probiere, dass man, weil das ist doch ein Beruf, wo man sehr viel am Schreibtisch oder am Klavier sitzt, sehr viel in sich eingemauert ist, also rauszukommen und was zu machen. In Corona-Zeiten ist das jetzt ein bisschen schwieriger, das sieht man auch an dem Corona-Bauch her. Der geht aber weg im Januar, hoffe ich. Wie lange dauert es, bis man ein Dirigent ist? Auch eine sehr gute Frage. Irgendwas zwischen 5 Minuten und einem ganzen Leben. Also dirigieren ist erstmal, das kann man ja ganz leicht nachmachen und das ist auch ganz schnell zu erklären, wie ein Viervierteltakt geht und ein Dreivierteltakt und so weiter. Das haben viele große Kollegen auch gesagt, man lernt das, kann das in 2 Minuten lernen, wie das geht, aber dass man das wirklich ist und sagen kann, jetzt bin ich Dirigent, das wird vermutlich ein ganzes Leben dauern. Also ich bin immer noch ein suchender und lernender Dirigent. Und ich glaube, das sind auch alle großen Kollegen, das ist ein Beruf, in dem man immer neu dazulernt.